Wie alt willst du mal werden? Deine Lebenserwartung hängt von vielen Faktoren ab. Was zählt, ist nicht nur, wie du lebst, sondern auch wo. Wir zeigen dir an den Beispielen Großbritannien und Kenia, welche Faktoren einen Einfluss auf die Lebenserwartung haben. Um das Jahr 1880 herum lag die Lebenserwartung im damaligen Reichsgebiet Deutschland bei ca. 36 Jahren für Männer und 38 Jahren für Frauen. Im Vergleich zu heute, wir liegen bei ca. 78 und 83, hat sich die Lebenserwartung der Menschen in nur 150 Jahren mehr als verdoppelt. Die höchste Lebenserwartung bei der Geburt haben momentan Menschen in San Marino mit 87 Jahren. Gründe für eine höhere Lebenserwartung sind zum Beispiel Verbesserungen bei medizinischer Versorgung, Hygiene und Arbeitsbedingungen oder eine geringere Sterblichkeit bei Säuglingen. Aber wie sieht es in anderen Ländern der Erde aus? Blicken wir rüber nach Großbritannien. Hier beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung 81 Jahre. Medizinische Leistungen sind im National Health Service, kurz NHS, steuerfinanziert und für BürgerInnen kostenlos. Allerdings hat das System auch seine Grenzen. Großbritannien liegt im globalen Ranking bei der Verbesserung der Lebenserwartung im Vergleich zu anderen westlichen Ländern eher auf den hinteren Rängen. Grund dafür sind unter anderem neben strukturellen Problemen in der Gesundheitsversorgung, aber auch die hier sehr stark wachsende Einkommensschere bei immer größer werdenden Lebenserhaltungskosten. Um das zu verbessern, setzen die BritInnen nicht nur auf politische Maßnahmen. Das NHS soll auch von der starken Forschung profitieren. Dazu haben sich insgesamt 28 britische Universitäten zusammengeschlossen und ein sogenanntes UK Aging Network gebildet. Das Netzwerk erforscht Fragen zum Thema Altern, beispielsweise zu den Ursachen oder wie man es verlangsamen oder sogar stoppen könnte. Und die Innovationen aus den Forschungslaboren haben auch bereits vereinzelt zu neuen Anti-Aging-Startups und Unternehmungsgründungen geführt, die ihren Fokus auf gesundes Altern bzw. das englische Passwort hier ist Longevity legen. Ein Beispiel hierfür ist das Londoner Biotech-Startup Genflow Biosciences, die Gentherapien entwickeln für ein längeres und gesünderes Leben. Wenn wir nun die westliche Brille einmal absetzen und in weitere Ferne blicken wollen, wie sieht es in anderen Bereichen der Erde aus? Von den 25 Ländern mit der niedrigsten Lebenserwartung der Welt liegen im Jahr 2021 25 Länder in Afrika, darunter Kenia. Woran kann es liegen? Wir haben nachgefragt. So the healthcare system in Kenya is, Das Gesundheitssystem in Kenia ist ein öffentlicher Sektor. Wir haben ein System, an dem noch etwas gearbeitet werden muss und in das viele Investitionen getätigt werden müssen. It's a system that is that needs some work more or less, so there is a lot of investments to be made. Die Lebenserwartung in Kenia hat sich von 55 Jahren im Jahr 1999 dank besserer Gesundheitsversorgung und Ernährung auf 67 Jahre im Jahr 2023 erhöht. Was wird hier getan? Die Trends und Innovationen im Gesundheitssektor sind digital, Stichwort digitales Wohlbefinden. Unternehmen bieten also etwa maßgeschneiderte Gesundheitsdienste an, die man an einzelne Personen anpassen kann. So gibt es über das kenianische mobile Geldtransfersystem M-Pesa eine sogenannte mobile Gesundheitswallet namens M-Tiba. Damit können Menschen beispielsweise für zukünftige Krankenhausaufenthalte sparen. So wird Gesundheit für Millionen von KenianerInnen erschwinglicher. Wie alt wir am Ende wirklich werden, werden wir Stand heute vorher niemals erfahren. Wir haben zwar keinen Einfluss darauf, in welches Gesundheitssystem wir geboren werden, aber durch Kooperation und Innovation können wir unseren Beitrag zu einem längeren und vor allem gesünderen Leben leisten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst.